So. Also, ich habe beim Einkaufen und habe mir auch etwas durchgelesen zu diesem Quest mit Ruhl. Das Problem bei dem Quest ist, er ist offenbar ungewöhnlich schwierig. Und wir werden den, glaube ich, etwas liegen lassen noch. Und vielleicht viel, viel später mal darauf zurückkommen. Je nachdem, ob mich das noch freut oder nicht. Aber was wir allerdings noch machen wollen, ist diese paar Fireworks noch um die Ecke bringen. Das Gute an diesen Totems ist, dass ich mich gleich heilen kann an ihnen. Weil ich ja meinen, was ist das? Siegesrausch darauf anwenden kann. Wir brauchen jetzt noch? Zwei brauche ich noch, wahrscheinlich. Den hier und den anderen. Also dieser Ruhlquest, speziell an der Ecke, wo wir gesehen haben, dass da drei von den Distelfell Fireballs wirklich gleichzeitig kommen. Man kann es theoretisch schaffen, aber es bedarf wahrscheinlich einiger Übung und ich bin nicht wirklich in der Stimmung, mir jetzt da eine Stunde Zeit zu nehmen, um den Quest zu schaffen. Deswegen war es auch schon. Weg hier. Heart of Heart. Dann machen wir weiter mit der eigentlichen Story hier im Kriegshymnenlager. Höllenschrei. Wacht. Das ist fast dasselbe. Das Kriegshymnenlager gibt es nämlich später auch noch, aber das befindet sich ganz woanders. Oder heißt das auch die. Das ist nämlich das Holzfällerlager des Kriegshymnenclans, aber das. Ich meine nämlich ein anderes. So, hier gibt es gleich den Quest zum Abgeben. Ich werde weiterhin Truppen aussenden, um die Population der Fireworks niedrig zu halten. Ja, das hält sich, halte ich für einen guten Plan. Gut, und wir haben einen weiteren Pfad gesichert, wo Nachschub eintreffen kann. Sehr gut. Sie machen jetzt die. Ah, ich wollte noch Essen kaufen, habe ich letztes Mal vergessen. Und zwar kauft man die immer bei den Gastwirten oder Gastwirtinnen. Und zwar werden wir solche kaufen. Ja, genau. Und man kann sich bis zu 20 im gleichen Slot stapeln, das heißt, wir werden einfach 20 kaufen. Und werden natürlich vorher die anderen essen. Das ist so interessant, dass das nicht angezeigt wird. Okay. Ja, da geht's ganz schnell runter. Wollen wir gleich runterspringen oder? Schon, oder? Was sonst nichts Besseres zu tun hier. Können wir jetzt gleich mal laben an einem so einem Apfel hier. Dann die Scharmützler hier erledigen. Was müssen wir noch machen? Mondberührter Ton. Das ist das andere hier. Okay, ja. Und das zweite ist die Scharmützler. Ja. Okay, ja. Mondberührung gibt es nur etwas weiter weg, also. Wenn wir das zuerst machen. So, und jetzt schauen wir mal. Warten wir, bis die Patrouille hier vorbei ist und dann greifen wir den Typen mal an. Wenn das jemals passiert hier. Stürzen wir uns rein. Das hat ja gut funktioniert. Irgendwie weiß ich nicht ganz, wie ich mein. Hey, was ist denn hier los? Was ist da schon wieder los mit diesem Ausweichen? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Das ist sehr unglaublich hier.
Also da habe ich jetzt wirklich nichts falsch gemacht. Das Problem war, dass ich wo gestanden bin, wo es nicht so toll ist zu stehen, wenn man anstürmen will. Ich dachte mir, ich kann hier um den Baumstamm drumherum stürmen, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Sondern ich bin klassisch daran hängen geblieben. Was zur Folge hatte, dass ich den Typen nicht getroffen habe, weil das Spiel geglaubt habe, ich bin in einer Ecke, wo der Gegner nicht, mich nicht angreifen kann. Die Tür aufmachen hier. Essen fertig gegessen hat. Und das ist natürlich sehr schlecht, weil es hat zur Folge gehabt, dass ich den Typen nicht umbringen konnte. Nicht so toll. Also, nochmal das Ganze. Oh, wo ist meine Leiche? Da drüben. Klassisch vorbeigelaufen. Wie gesagt, man kann hier als Geist auch auf dem Wasser wandeln, was einiges hilft, um Distanzen zu überbrücken. Aber natürlich, sobald man hier... Jetzt aber. Und tschüss. Komm, komm etwas mehr darüber. Komm etwas weiter darüber hier. Danke. Den Klingelsturm kannst du dir gleich mal behalten. So, also so geht's schon etwas besser, würde ich mal sagen. Auch wenn die trotzdem noch viel Schaden machen an mir, aber... Was heißt du? Das geht sich schon aus, also... Wie wir sehen, ist das jetzt nicht wirklich mehr ein großes Problem. Messen wir den... Kommen Feuerschaden durch die Falle, alle 3 Sekunden lang. Okay. Da haben wir schon diesen mondberührten Ton, den wir auch brauchen. Gut zu wissen, dass der auch hier unterwegs ist. So, jetzt können wir mal den vorknöpfen hier. Hey, was ist jetzt? Schon wieder ausweichen, was soll das hier? Komm, 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 komm. Nicht mit dem Pfeil anschießen. Ja, kommen sollst du. Zu spät, um mir einen Siegesrausch anzuwenden. Das war nämlich eigentlich der Plan. Ich hoffe, ich kann mich noch genug heilen, bevor der mich angreift. Ja, er kommt nicht her. Sehr gut. Und wir hören auch andere Musik jetzt hier, die hauptsächlich mit den Nachtelfen zu tun hat. Ich finde gar nicht mehr so schlecht. Ich versuche auch die Gegner jetzt graduell immer wieder wegzuziehen von dort, wo andere Gegner sind. Das ist nicht... Na ja, komm, jetzt nicht ausweichen hier. Falsche Skill, okay. Danke. Ja, die braucht natürlich auch den Ton. Ah, okay. Da lasse ich sie lieber mal allein. Ich glaube, das eigentliche Problem ist, jetzt den Ton zu bekommen, nicht die Gegner zu töten. Deswegen sollte ich mich hier darauf konzentrieren. Weil so viel Ton gibt es hier nicht eigentlich.
Ah, drüben gibt's noch Zonen. Holt ihn jetzt her? Ja, natürlich. Gehen wir mal in die andere Richtung und schauen, was Jan vorhat. Ja. Er will mir meinen Ton klauen. Tondieb. Ja, ganz klar. Zu mir. Nicht immer mit diesem blöden Bogen schießen. Habe ich schon genug davon hier. Das reicht mir schon langsam. Das ist als Nahkämpfer wirklich, wirklich super nervig. Wenn man nichts dagegen tun kann und es einen wirklich sehr stark in die Patrouille bringen kann, wenn man zu viele Gegner angreift. Und die alle irgendwie Fernkampfmöglichkeiten haben und nicht herkommen. Und man zu allen hinlaufen muss und dann kommen wieder neue Gegner und so weiter und so fort. Das ist super, super nervig. Sie mit ihren doofen. Ich glaube, er ist mit seinem Ton jetzt fertig. Müsste ja nicht sein. Sie haben hier noch einen Ton. Vorne liegt auch noch einer. Ja, hat einmal genug Schaden gemacht, damit wir. Liegt der Zone jetzt her? Ich dachte. Ah, hier. Gerade genug Schaden gemacht, dass wir die Beute hier bekommen. 3 Tonstücke fehlen noch. Offenbar ist er auch noch nicht fertig. Man sieht die wirklich schlecht, nur in der Entfernung sieht man sie gut, weil sie dann so durchleuchten durch ihre Außenlinie. Wird's auch? Nein. Sehr gut, jetzt haben wir da noch 2 Stücke Ton, brauchen wir noch. Da haben wir 1 davon. Dann schauen wir mal in die Richtung, ob da noch nicht noch irgendwo eins liegen könnte. Das ist übrigens dieser violette Schwingen-Typ-Dings, wie auch immer, den man bekommen kann. Er hat übrigens auch zufällige Reittiere ausgewählt, das heißt, er hat eine ganz schöne große Sammlung an Reitchen und wählt immer zufällig ganz davon aus. Dann kommt es eben zu solchen Sachen, dass er jedes Mal ein anderes hat. Drüben ist nämlich ein Ton, ich will den. Ja, machen. Ah, da vorne ist auch noch Ton, das ist. Können auf jeden Fall irgendwie bekommen. Wie er ausweicht. Weg mit dir. So. Hey! Fehlt noch immer einer? Okay. Ich dachte, wir haben schon alles. Jetzt aber. Ja. Und jetzt einfach zurücklaufen und dann haben wir den ersten Teil dieses Angriffs aufs Astra nochmal abgehakt. Böser Bär, geh weg. Wie viele Level sind wir? 33. Fast 34. Das geht alles viel zu schnell hier.
Ich überlege nicht, ob ich nicht die PvP-Talente doch nicht abstellen sollte. Weil in den alten Gebieten, also in den Kataklysmus-Gebieten, levelt man wirklich meiner Meinung nach viel zu schnell. Wir sind jetzt, das ist jetzt die, würde ich sagen, erste, zweite, dritte, vierte Zone. Und wir sind auf Level 35, das heißt, wir machen knapp so 7 Level pro Zone, wahrscheinlich eher in Richtung 6 Level pro Zone. Es ist ganz okay, aber das Problem ist, dass mir das viel zu schnell geht, weil dann kann ich zu wenig zur Zone herzeigen. Okay, wir bekommen ein neues Schild, das wir natürlich nicht verwenden werden, weil wir haben ja das Schild aus unseren Erbstücken, das viel besser ist, deswegen liefern wir mal den Mondton hier ab. Das ist perfekt! Wartet, bis ich sehe, was ich damit anschauen kann. Ihr seht, dass seine Handschuhe ungewöhnlich locker sitzen. Ihr habt es geschafft. Das sollte sogar Golgaf zufriedenstellen. Wir müssen jetzt noch einen Test durchführen, der den Erfolg unserer Bemühungen ausreichend demonstriert. Ah, das Fuhrwerk. Der Boss will das verrottete Schrottstück schon seit Tagen loswerden. Verwendet man einen Sprengstoff, um den Schrott in Schub zu verwandeln. Dann hört euch an, was der Hauptmann zu sagen hat. Have a good one. Dieses Fuhrwerk hier. Haha, klassisch in die Luft gesprengt. Okay, wir haben endlich einen. Twiddle hat endlich einen geeigneten Sprengstoff erfunden. Wie? Er hatte keinen besseren Augenblick wählen können. Während wir sprachen, bereiten die Elfen von Aster einen vernichtenden Angriff auf unser Lager vor. Lasst unsere Waffen aus dem Himmel. Unsere neue Waffe aus dem Himmel auf sie niederregnen. Die Zerstörung von Astana wird ein Stich ins Herz aller Nachtelfen sein. Sprich mit Traka, wenn ihr bereit seid, mit dem Angriff zu beginnen. Und Traka ist die Windreitermeisterin hier. Das heißt, wir werden jetzt etwas fliegen. Und zwar wechselt da unser UI und wir können hier Bomben abwerfen. Und zwar, sage ich ja gleich, einfach die Taste drücken. Da müssen wir natürlich auch niedrig genug sein, sonst geht das nicht. Sehr schön. Einfach runterregnen lassen und irgendwann hat man dann die 20 zusammen. Ah, wir müssen noch 10 Katapulte zerstören. Also das sind ja keine Katapulte, sondern das sind Gräfenschleuderer oder wie heißt das hier auch in Warcraft 3 am Anfang, die nicht Glaive Throwers, sondern die haben einen Namen, ich habe ihn jetzt vergessen. Wir müssen nur mit den Schleudern zerstören, das heißt wir können die anderen ignorieren. Jetzt noch. Wo gibt es noch Schleudern? Müssen wir noch einen Angriff fliegen hier. Dieses Astranar ist auch eins der Gebiete, wo es beim nächsten Szenario rund um den Feldzug der Horde im Eschental auch heiß hergehen wird. So, und dann können wir einfach zur Basis zurückkehren, wenn wir fertig sind. Das ist auch etwas, was sie gelernt haben, nämlich in Burning Crusade, also im ersten Expansion Pack, gab es das erste Mal so ähnliche Quests, wo man am Windreiter gesessen ist und irgendwelche Sachen runterwerfen musste, um Gegner zu zerstören oder etwas anderes zu machen. Und damals war es noch so, dass man unbedingt den Quest beenden musste, um wieder zurückkehren zu können. Nämlich das war automatisch. Das hat natürlich die Folge gehabt, wenn man den Quest nicht beenden konnte, aus irgendwelchen Gründen. Ist man quasi stecken geblieben auf diesen blöden Windreiter und das einzige, was man machen konnte dagegen, ist ausloggen und wieder einloggen, weil dann ist man, glaube ich, dort rausgekommen, wo der Quest gestartet ist. Ja, und wir haben einen vernichteten Schlag gegenüber dem Feind geliefert. So, wir hatten
Wir halten den Feind gut auf Trab, der Sieg rückt immer näher. Aber es ist noch nicht Zeit zum Feiern. Beim Reihenbaum in Osten hat eine Schlacht begonnen. Berichten zufolge sind viele Mitglieder der Horde verwundet. Bringt diese Heilvorräte dorthin und übergibt sie an Zack. Okay. Kein Thema. Ja, da gibt es noch andere Quests hier. Seid gegrüßt. Sieg gegen Astana immer gut. Aber ihr müsst wissen, dass die Elfen nicht das einzige Hindernis sind, das bei der Eroberung des Eschentals durch die Horde im Weg steht. Im Osten benötigt ein Schamane des Irdenen Rings Hilfe bei einer anderen Krise. Ihr findet in der Nähe zum Fuße des Vulkans Donnergipfel. Okay, da geht es offenbar irgendwie um Elementare. Also das ist, da gibt es hier, ja, da gibt es hier den Donnergipfel, das ist ein Vulkan, der ausgebrochen ist mit dem Kataklysmus. Das heißt, vorher gab es ihn noch nicht. Es ist revolutionär, wie das beendet. Ein Durchbruch in der Explosionstechnik. Alle Goblins südlich von Nordend werden mich bewundern und beneiden. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe noch ein wenig an der Zusammensetzung gedreht, um sogar noch mehr Leistung herauszuholen. Hier, nehmt eine Probe dieses Zeugs und bringt sie nach Südosten in die Silberwind-Zuflucht. Mein Vetter Floß kann es vielleicht brauchen, um der Horde bei der Eroberung dieses Ortes zu unterstützen. Machen wir doch gerne. Das sind die zwei Quests, die jetzt wieder weiterführen. Das ist nämlich der eine, die hier die Silberwind-Zuflucht und dann der Donnergipfel. Ja, machen wir zuerst den... Gehen wir mal in die Silberwind-Zuflucht, weil dort können wir dann auch wieder unser Gasthaus besuchen und dort mit unserem Ruhestand binden. Wie lange haben wir schon unterwegs? Ah, 2,14. Das ist okay. Ja, ach, Schnapper. Da sehen wir schon diesen Vulkan. Oh, Lord Magmatar. Ups, will ich gar nicht hinlaufen jetzt. Der sieht sehr ungewöhnlich aus. Der hat nämlich irgendwie die Herrschaft über diesen Vulkan. Und ich glaube, der Schamane will, dass wir ihm helfen, den Lord irgendwie loszuwerden. Ich muss sehr, sehr dringend zum Friseur auch. Das ist Wahnsinn, weil lange meine Haare schon sind. Gehört eindeutig nicht so. Wie komme ich da am schnellsten? Ich glaube so, ja. Ah ja, hier. Eroberin und Eroberer von der Silberwind-Zuflucht. Das war früher auch ein Gebiet der Nachtelfen, das war eine kleine Stadt. Die wurde komplett im Erdboden gleich, fast komplett im Erdboden gleich gemacht. Dafür, dass hier ein riesengroßes Ungetüm stehen kann. Und dass die Horde hier alle Bäume fällt und generell irgendwie Gebäude, also irgendwie so grünes Zeug braut. Also es war hier deutlich mehr Bäume letztes Mal, wie ich hier war. Aber wir werden dann noch mehr dazu erfahren hier. Und diese Explosionen oder diese Sprengstoffe, die wir gerade geholfen haben mitzuerfinden, die werden auch eine weitere Rolle spielen, und zwar nicht nur hier, sondern auch im nächsten Gebiet beim Steinkrallengebirge. Und wenn wir Ashara vorher gespielt hätten, dann hätten wir dort die Basiskomponenten für dieses für diesen Sprengstoff zusammengesammelt. Also da gibt es so einen losen Storyfaden, der sich durch die drei Zonen webt. Ah, das war die Klaue von diesem, von Schafkralle, diesem Hypogreifen, den wir da zufällig erledigt haben. Ja, und wir haben, diese Bestie hat über Jahre viele terrorisiert, ihr Tod hat für mich eine besondere Bedeutung. Okay. Vor kurzem ist mein Bruder eben diesen Clown zum Opfer gefallen. Nun kann ich ruhig schlafen, da ich weiß, dass mein Bruder gerecht war. Okay. Sehr gut. Haben wir noch einen Quest abzugeben und einen ganzen Haufen Quests anzunehmen. Zuerst mal alles abgeben hier. Das sind diese... Time is money, friend. Sprengstoffe abliefern. Wie ihr seht, brauchen wir keine Hilfe mehr bei der Eroberung der Silberwind-Zuflucht. Aber Twilos Vorstellungskraft ist auch so klein wie seine Hände. Wenn dieses Zeug wirklich so gut ist, wie er sagt, sind unseren Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Lass uns dieses Zeug testen. Okay. Oh, hey, nur eine Prise. Ja. Yo.
Ja, was er zu sagen hat, sehen wir dann nächstes Mal. Zuerst wollen wir hier wieder Stadtbevölkerung und Gastwirte auf anzeigen. Und zwar hier. Ah, der ist mir sympathisch, der hat gleich mal eine Flashkeule in der Hand. Jim Docker ist ganz nach meinem Geschmack. So, erstmal hier finden. Und dann wenn wir uns ein Raumschiff verkaufen. Das Schild können wir verkaufen, das brauchen wir nicht. Mana-Tank brauchen wir auch nicht. Die normalen Heiltränke können wir auch verkaufen. Wir verwenden nur die großen, die kleinen sind viel zu schwach für uns. Und ich würde gerne mal endlich diese Tasche verwenden. Ja, geht natürlich nicht. Wo ist die Tasche jetzt? Hier. 6 Belt Platz. Okay. Nein, geht nicht. Okay. Tasche 2, Tasche 3. Ah, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ah, es hat funktioniert. Okay. Sehr gut. Können wir hier den, die Tasche mal verkaufen, den 6er Pack hier? Wo ist er? Ja. Wir haben nämlich genug 6er Pack, um die Bank aufzufüllen. Das heißt, wir brauchen sie nicht mehr aufheben. Noch was verkaufen hier? Ich glaube nicht. Oder den Speer können wir verkaufen, weil den verwenden wir sowieso nicht mehr. Beine sind auch nicht so gut. Warte. Hier alles. Habe ich jetzt die. Nein. Die sind nicht besser als die, die wir hatten. Genau. Den Rest können wir, glaube ich, lassen. Das Schild können wir auch verkaufen. Wir haben unser anderes Schild hier. Den drakonischen Deflektor. Die lassen wir noch alle. Den können wir verkaufen und den können wir auch verkaufen. Der Rest ist, glaube ich, nützlich für uns. Genau. Hier sind wir in der Silberwindzuflucht und wie es hier weitergeht, wie es vielleicht im Steinkrangebirge oder zumindest am Donnergipfel aussieht und was es da mit dem Lord Magmatar auf sich hat, sehen wir dann nächstes Mal. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.